Moin und Mahlzeit und so. Und Servus, Servus. Heute feiern wir eine Hochzeit. Heute wird der Motor, also der Triebwerk, mit dem Fahrgestell, so man sagt in Kreisen der Automobiltechnik, verheiratet. So ja. Sagt man das. Ja, okay. Und damit fangen wir heute an. Ja. Und hören hoffentlich damit auf, den Motor mal zu starten. Aber so genau weiß ich das jetzt in diesem Augenblick noch nicht. Ja, weil viele Sachen können noch passieren. Einiges blieb unerledigt. Wir wollen auch noch ein Vape-Zündsystem verbauen in diesem Krat, um zu gewährleisten, dass die Maschine zuverlässig und auch mit guten Lichtleistungen glänzen kann. Ja? Und eine sichere Überfahrt mit dieser tollen Maschine ermöglicht. Kein Problem darstellt. Bitte, entschuldigen Sie bitte. Fallen Sie mir bitte nicht ins Wort. Ja? Dazu haben wir hier dieses tolle Triebwerk einmal refreshed. Und versuchen jetzt das da in das Fahrgestell. Übrigens, ja. Weiß ja nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass das hier, warte, muss ich mal einen Schraubenzieher nehmen, weil das klingt immer besser, dass dieser Rahmen, der ist ja hier so gefalzt. Der ist nicht geschweißt, sondern der ist gefalzt. Ja. Weil in der Zone mit den Schweißgeräten und so, das war alles nicht so. War zu teuer. Und dann haben die sich überlegt, komm, wir stanzen den Rahmen aus zwei Teilen. Und durch diese Bauart mit dem Falz und diese zwei Profile ineinander haben sie dann, wahrscheinlich haben sie sich damit dann gerühmt, oh, guck mal, wie wir erfunden haben, aber eigentlich war das ein Zufall durch das Sparen, würde ich sagen, ist der Rahmen 20% steifer und fester als ein Rohrrahmen. Okay. So habe ich es mal hier lesen. Wird das den Motor einhängen oder nicht? Bist du bekloppt oder was? Ich will hier ein bisschen Information auch mal, dass die Leute wissen, worum es geht. Ja, okay. Das ist jedenfalls, damals war das gut, weil das gibt ja auch nicht so oft gefälzte Rahmen. Verstehst du? Ja, ja, klar. Meistens hast du ja Rohrrahmen. Ja. Wie bei S51 zum Beispiel. Zum Beispiel? Oder Schwalbe. Der immer gleich Doppelrohrrahmen haben. Hiermit kannst du immer mit 120 in die Wand fahren, da passiert ja auch nichts. Außer die Wand. Hat ein Problem. Das ist wie mit Scheiße! Warte mal, wir haben was gemacht. Wir haben den so gemacht. So, hinten hoch, den Arsch hoch. Diese bekackte Hupe da im Weg. So schwer die Scheiße wie in dieser bekackten Kurbelwelle, ey! Abschein, Devin. Von der anderen Seite wäre ein bisschen besser, weil hier ist mehr Platz. Ich kann so, ich bin ja nicht so für Bauen. Ich bin mehr für Fahren. Oh, oh. Ey, wie schwer dieser kleine Pissmotor ist. Ist krass, ne? Ja. So, den Arsch hoch haben wir gemacht. Ja. Aua, den Finger wieder drunter. War doch gar nicht so schlimm. Nee, Ding. Oh, auf die Lenk, ey. So, Schrauben. Wo habe ich denn die? Ach. Hast du extra weggepackt, ne? Oh, voll. Soll ich pusten? Nein. Ich hätte gut nicht gemacht. Wie sieht denn das aus? Hey! Warum nicht? Ich hätte es hinter der Kamera gemacht, genau sieht. Naja. Du hast ja alles ordentlich in die Kiste gepackt, ne? Ja. So ordentlich wie du bist. Ja, wie jeder weiß. Ich bin jetzt schon aus der Puste. Du, ich bin jetzt schon durch mit dem Video Tag. 4 Minuten lang. Ja, fertig. Ich bin jetzt schon durch mit dem Tag. Ah. Yeah. Mann, das soll schwer sein. Ich stehe da vorne nicht. Kann nicht mehr. Kann einfach nicht mehr. Komm, die Scheiße. Warum ist hier Öl? Ey, du bist putzt. Oil of Olaf. Ah. Mann, ey. Mensch, Ich würde eine bei der Hand nehmen. Ja, warum machst du das nicht mal? Wie denn? Man kann so einen Motor Ich hab doch Hände aber voll.
Wisst ihr was? Nee, weiß ich auch nicht. Ich hab eh keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Das sagst du jedes Mal. Stimmt. Und doch komme ich wieder, weil... Hast du gerade noch Wahl? Ja, schon. Weil die E&E, die ist immer jeden Monat kommt und von mir helfen will. Ich mache jetzt hinten drin. Also, ja. Wir bolzen. Aua. Mann, ey, geh ran jetzt da. Oh. Da kommt er jetzt drücken, denn jetzt sieht mir einer. Was hat er? Jetzt sieht mir einer, dann kommt er. Komm nicht. Ja, doch, ich seh doch jetzt. Jetzt. Jawohl. Setze. Jetzt kannst du vorne ihn nehmen. Naja. 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 War doch ja nicht so wild. Naja, ist doch ja nicht so wild, Junge. Der Motor ist fest. Der ist wohl angetrackt. Der Motor. Der Motor. Ja, richtig ruft er. Jetzt kommt der Vergaser noch dran. Der Sprit. Und dann lassen wir das so alles. Ja. Das reicht. Na, dann sagen wir ihm alles so weit fertig gemacht, was wir machen sollten. Hol ab. Ja, hol. Weil wir wollen ja auch mal fertig werden. Wir haben ja noch Folgeaufträge. Naja. Das wissen viele ja nicht. Die denken immer nur, wir machen nur so, mal so ein bisschen hier, ne? Ne, immer nur so von der Hand in den Mund. Ja, wenn wir Lust haben, du. Also ist es ja nicht. Nee, nein. Kannst du mal? Ja, kontern. Mit einem Zehner mal faff, faff, faff. Wenn du mir den gibst. Und die ist schon gut. Oh, die reicht halt ist so. Ist schon gut. Das ist schon erledigt. Das, ja. Ja. Das fest, ja. Ja. Das sieht aber schon schön aus. Jo, jetzt komme ich nach die andere Seite. Warte, wer kommst du? Okay. Na, ich will jetzt hier. Nee, warte mal. Das ist ja eigentlich Quatsch. Kettenschläge müssen wir auch tauschen. Das bedeutet ja eigentlich, wir. Pass mal, ich ziehe erstmal die Schläuche dann runter. Wir müssen die ausbauen wegen Bremse gucken und so. Und ja. Oder was? Ja, Kette brauchen wir ohne neue. Ja. Ich würde jetzt den Leerlaufkontakt hier anbasteln. Ja. Erstmal so Performer oder wie man das nennt. Mhm. Proforma. Proforma. Pro. Proforma. Performer. Ich kenne von Performance. Ja. Und. Mann, ey. Jetzt geh weiter. Ja, und dann würde ich den hier Ritzel ran und so, weil das macht ja sonst jetzt wenig Sinn. Ja, ja, ist ja klar. Jetzt hier Ritzel ran zu bauen, wir müssen ja gleich nochmal dran, weißt du? Also besorgen Kette, Kettenschläuche. Nö, wir machen erst die Vape. Ach, erst die Vape. Würde ich jetzt mal so sagen. Wir würden jetzt erst die Vape einbauen. Ja. Und dann machen wir Kette, weil ach so, ja, die Pfoten dann nämlich wieder aussehen wie Hubert. Stimmt. Und das würde ich mir klemmen. Also würde ich jetzt die alte Zündanlage, die alte Lima ausbauen. Mhm. Schon mal. Ja. Und dann bauen wir die Vape ein. So machen wir es. Und zum Schluss die Kette. Okay. Gut. Dann kommst du hinterher, wa? Deswegen kann ich auch nirgendwo Vorarbeiter sein. Weil du so schnell bist. Dann kommt keiner hinterher. Was? Nee, ja, ja, nee, ist klar. Was ich gar nicht abkann, ist, wenn es so aussieht, als dass einer noch fauler ist als ich. Hier, die Batterie geht nochmal, die verkaufen wir nochmal irgendwie. 6 Volt. Mach ich ein bisschen sauber und dann schnell den Sticker rauf und dann ist gut. Genau. Das haben wir nicht so alles Feines. Ist ja nicht viel, oder? Nee, so viel ist es nicht. Nanu! Du riechst am Gelben. Wo ist denn meine Spitzzange und alles hin? Das hast du gestern alles irgendwie weggeräumt. Das habe ich gestern nicht wieder reingeräumt. Ich weiß nicht, wo du es nicht wissen hast, mein Kleiner. Ich wurde bestohlen. Nee, nicht ich. Ich wurde bestohlen. Aber gestern hat keiner den Werkzeug mehr gebraucht. Oh, hier oben drin, gut, die kann ich schon. Sofort erstmal bestohlen worden. So mache ich das immer mit den Fernseher. So. Wir bauen nämlich jetzt alles hier mal raus. Mhm. Weil ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Wo so weg der Mucht. Ja, das ist alles nicht so doll. Na, wurde ja geschrieben von vielen, dass sie die gut fanden. Ja. Ne? Was ich hier hin? Oh, die fanden wir schon ganz klasse. Das ist eine ganz tolle Zündung. Super Lichtmaschine, ja. Dann könnt ihr euch gerne hier melden, könnt ihr euch die bitte einbauen. Und dann könnt ihr euer Motorrad in die Werkstatt hinten in der Ecke schieben, weil fahren könnt ihr dann eh nicht. So. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Dann brauchst du nicht zu sagen, ist ja naja. Arbeit. So die letzte Scheiße ist das. Ja, ist ja nun mal so. Naja. Weg beschwurf. Toll, toll, toll. Manche sagen, glaube ich, auch nur. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ja. Oder viele sagen wirklich so, diese alten Ossis so, ja. Mhm. Die sagen dann, da hatte ich schon ganz oft, wie toll das alles war. Nur weil sie nicht mal sagen können, dass es auch Scheiße gab. Mhm. Wisst ihr? Das ist Dreck. Und da braucht mir keiner was erzählen, wenn ich die Pisse hier schon sehe, ja. Das ist Dreck.
Das ist halt einfach verschleißanfällig. Das ist ja nun mal so. Ja. Ne? Da brauchen wir ja nicht da, wie schön das alles ist. Es ist außen eine veralterte Sache. So. Ja. Und wenn sie der Meinung sind, die müssen sich jetzt da die Zündung wieder ändern, dann können sie das ja auch gerne machen. Aber letzten Endes sind wir ja, wir reiten ja auch jetzt nicht mehr auf Kutschen, Owen. Ja. Also, verstehst du, was ich meine? Wir haben die Möglichkeit, ihr alten Dinge zu verbessern. Und genau, es ist ja nun mal besser. Und so eine Wape, ich meine, klar funktioniert das hier auch. Ja. Aber man braucht ja keiner erzählen, dass das jetzt toller ist als eine Wape. Das ist ja totaler Blödsinn. Das ist Quatsch, genau. Weißt du, und dann hast du ja, manchmal hast du so Kommentare, wie neulich, wo wir dann die Wape da so verholen, ja, aus Amerika, die einfach nur was schreien und was zu schreien. Da diesen Ami-Dreck wirkt mir nicht immer. Und ey, aber lest doch mal ein Buch denn erstmal. Das war Spaß. Das und so eine Wape ist ja nun mal gut. Aber ich habe auch viele, auch Jüngere, die sagen, ja, Wape, so ein Scheiß, will ich mir nicht einbauen. Dann sage ich, warum? Hat bei mir noch nie funktioniert. Dann habe ich gesagt, na, aber dann ist das doch vielleicht auch dein Fehler. Vielleicht hast du was falsch gemacht, weil ich kenne das nicht. Richtig. Und das wollen wir auch nicht einsehen. Ja, dann muss man das aber auch nicht schlecht reden dann gleich. Also so, dass das Dreck ist, weil eigentlich funktionieren die super. Ja klar, ja. Noch nie Probleme mit dir gehabt. So. Oder wie mit den alten Unterbrecherzügen, das haben wir ja auch ganz oft hier. Na klar. Dann hast du hier Opa Willi, der sagt, na, Unterbrecher ist total klasse. Wape und so will ich mir nie einbauen. Unterbrecher, das ist total super. Und dann, meine läuft immer. Und dann, gib mir mal bitte zwei Unterbrecher und zwei Kondensatoren mit. Genau. Dann frage ich mal, warum kaufst du die, wisst ihr, wenn richtig, das alles so gut ist? Na, ab und zu muss man da ja ran, die ist ja nicht entwartungsfrei. Ja, nee, genau, das ist doch das Problem. Das ist doch die Scheiße. Genau, das ist doch die Scheiße. Du fährst zum Eisdiele und wann bleibst du stehen? Wenn du nicht an der Eisdiele bist. So, jetzt haben wir das aber mal hier geklärt. Werde ich aber langsam ein bisschen fuchsig. Wild hier. Scheiß dir schon wieder so rum, eigentlich. Weil du auf mich nie hörst sonst. Wieso, ich habe ja nur so angedeutet, wie ich das aufmachen will. Ich habe geprobt. Mhm. Und da muss man ja nicht rumbrüllen. Doch. Stopp, 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 stopp. Kann man ganz normal sprechen. Wer macht bitte jetzt? Hier steht Lichtmagnet-Zündanlage. 12 Volt, 100 W. Für für die ganzen Modelle eben hier mit dem Motor. Darf ich jetzt aufmachen? Ja, jetzt oder wird dann wieder angeschrien? Nee, kannst gerne machen. Gut. Hier reicht's langsam. Hier hat Kevin wieder was zum Verpacken. Hier, das ist die Gebrauchsanweisung, die zerreiße ich immer. Weil ich finde es besser, irgendwie die zu versauen vorher. Da hat man einfach ein bisschen mehr Arbeit. So, das ist jetzt natürlich hier nicht so einfach wie beim S51 und so. Nicht, ne? Nee. Hier musst du ein bisschen fummeln, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Also okay. Kriegt man ein bisschen, kriegt man hin. Weil wenn ich das kann, dann kann das auch jeder andere. Der Kolben ist eierig und jetzt kloppt er den so gerade. Ach so, der Kolben wieder rund. Mhm. Mhm. Jetzt misst er gerade mit so einem Bügel, wie heißt das? Bügel. Ja, was du meinst? Bügellehre oder so. Mhm. Oder heißt das so? Wir sind nicht, aber. So, pass auf. So. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gemacht. Hab ich trotzdem nicht wie den war. Genau, aber ich fange immer wieder von Null an. Mal, die können wir hier anbauen, ja? Die ist dafür auch glücklich gemacht, dass sie da rankommen, ja? Ja, naja, ob die dafür gemacht ist, weiß ich nicht, aber das Problem ist eher hier. Der Regler. Ja, der, weil der Regler, der ist so, das ist dann so semi-geil. Okay. Weil der hier oben so über die Kante ist und so, das ist alles so ein bisschen so nicht so schön. Guck mal, weil da ist dann auch die Schraube und ja, das ist echt so. Und da weiß ich immer nicht so richtig. Ich mache es immer so, tatsächlich, dass ich den nur hier mit einer Schraube fixiere. Und dann hängt er ja, hier unten ist er ja dann dran. Ja. Am Dingens. Aber passt denn auch die Zündspule oder so? Ja, die passt ohne. Also so würde ich das machen. Man kann aber jetzt auch natürlich auch hier noch ein Loch bohren. Da muss ich aber die ganze Platte ausbauen. Achso, den soll man nicht, ja. Wir könnten auch in die Winde schneiden, das ging ja auch. Ja, wir können jetzt, werden wir hier auch so machen. Genau, das ist eine super Idee, weil das Material ist eigentlich dick genug. Okay. Wir bohren hier ein Loch. Ja. Und schneiden dann da in die Winde rein. Okay. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Nee, hier können wir bohren. Das machen wir so. Dann bereiten wir das immer kurz vor, wa? Genau, und dann ist das schicki. Dann ist das nämlich eine coole Sache. Dann ist das schön fest. Ja, wa? Ja, das ist schön so. Okay. Gut. Sehr dumm. Warum ist das so? Das hat Peter mir mal erzählt. Wegen, warum man dann Relais verbauen muss. Wegen zu viel Strom und so was? Nee. Sondern?
Weil der Zündschloss keine Masse hat oben. Ach so. Weil MZ ja immer Batteriezündung hat. Ja. Und wenn du den Plus wegnimmst, mhm, dann geht das Motorrad aus. Also machst du das so aus, okay. Und jetzt musst du aber hier, weil der nicht die Stellung, mhm, was ist denn das denn, 31? Ja, wieso, ja, wie soweit. Hast, mhm, musst du ein Relais haben, was den Plus kriegt. Ja. Dann ist ja der Stromkreislauf geschlossen, offen. Mhm. Und wenn er zu ist, dann geht er zusammen und geht dann hier auf Masse und dann schließt du das Klo kurz. So. Und ich habe mich immer gewundert, warum das so ist. Aber Peter hat mir das dann erklärt. Peter hat Plan. Ja, Peter weiß Bescheid. Ja, Checkung. Ja, jetzt auch nicht zu viel, ne? Aber nicht so, dass es geht, sag ich mal. Nicht zu hoch loben, sagst du. Ja, nicht zu viel Checkung, aber so ein paar Sachen habe ich von Peter schon lernen können. Viele eigentlich. Einiges. Wo ist mein 10er Schlüssel jetzt, den die hat es die Zeit über? Hier. Warum ist der da drin? Das sind Spielereien, Alexander. Oh, ist gut, Tobias. Ja. Fester. Bleib doch mal sachlich, ey. Nee. Mir reicht's. So, er hier. Ja. Mit die 1 Million Meter Kabel kommt hier hin. Ach, mit mir wirklich einfach nur? Ja. Oh. Und er hier muss dann getrennt werden. Also er hier muss ab. Haben wir schon Leitungsverbinder? Nee, wa? Nee, hast du nicht gesagt, was wir brauchen. Nee, ob wir die haben. Wir hatten doch neulich. Ach so, die Doppelsteckmuffen meinst du? Ah, ich weiß nicht, ob die schon da sind. Wenn ich verlötige, das ist auch nicht schlimm. Also die müssen wird dann mit dem da zusammengebaut hier, guck mal. Er, das ist nämlich Plus, das kommt sonst eigentlich auf die Zündspule an. Mhm. Versteh? Mhm. Und das kommt jetzt aber hier hin. Man könnte du komplett abziehen und direkt darauf legen. Würde auch gehen. Und dann fällt nämlich dieses Kabel. Weil es Quatsch ist. Guck mal, das reicht ja. Weil sonst hast du hier 4 Kilometer Kabel in dem Seitending. Das geht dir richtig auf den Zwirn. Machst du da eine Flachsteckhülse hoch? Hier, so sieht's aus. So. Du sag du mal bitte noch was. Finde ich sehr gut, was du machst. Ja, ne? Ja, top. Das ist ja eine richtige Checkung, Alter. Ja, naja. Das ein oder andere Motorrad hat man schon mal repariert. Nicht? Ich hab ja auch so eine Modelle hier und so. Ich hab ja auch schon viel gebaut in meinem Leben. Ne? Also, wollte jetzt auch nicht so angeben, aber ein bisschen was. Nicht wahr? Oh, das schiebst du dann mal gleich nochmal bitte auf, ja? Dory G. Oh, guck mal. Jetzt mal gucken. Ja. Jetzt brauchen wir eine kleine Tang. Eine kleine Tang? Ja, pass auf. Jetzt ist so ein bisschen. Jetzt mache ich mal eine kleine Vorführung hier. Jetzt bin ich gespannt. So, pass auf. Oh. Ha. Pass, hör auf! Ey, jetzt ist mir die Zange runtergefallen, Mann! Dreckst du. Was ist? So, komm ran hier. Hier ist ein Stift. Johnny? Da. Ja. Der zentriert die alte Lima. Der muss raus. Der muss raus. Weil du brauchst wieder ein Set, nicht einzustellen. Also ein Set ist wirklich für Blöde gebaut. Ja, wirklich? Ja, der ist wirklich für den Zündzeitpunkt schon da. Also so. Du brauchst die originale Zündung einfach bloß da an. Ist ja geil. Aber ich glaube, du schiebst es denn so ein bisschen mit dem Unterbrecher. Ich glaube, ich kann es schieben. Weiß ich jetzt aber ja nicht so genau, den Zündzeitpunkt. Den müssen wir jetzt erstmal irgendwie rausdröschen. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, den hier rauszukriegen. Oder abknipsen geht auch. Gib mir mal die Knipse. Warum hast du nicht eine Großzange? Weil ich keine hab. Dann was mit dieser Zange? Diese Zange geht nicht, das ist eine Armaturenzange und hier bräuchte ich eine Cobra für den ultimativen Grip. Ich habe aber keine mehr. Und das weißt du doch ganz genau. Was stellst du denn immer so eine bekloppten Fragen, Alter? Keine bekloppten Fragen. Da. Oh. Krieg den Rest jetzt drin, ihr Polter? Johnny B. Oh. Ja, befallen. You make me ecstasy. I'm open your eyes. Kennst du das Lied? Open your eyes, yep. Open your eyes, open your eyes, open your... Kenn ich, ja. Kennst du? Ja. Die heißen Guano Apes. Wusste ich nicht. Was? Wir kennen doch keine Künstlernamen oder Interpreten, Junge. Der Interpret. Dann knipse ich das hier ab. Zeig mal. Hier. Da ist hier so ein Kabelbinder vorne noch. Den brauchst du nicht. Kabel... Nee. Ein Straps. Weil ich will die Originalführung durchführen hier nehmen. Mhm. You know what I mean? Jetzt muss ich den so halten. Und dann fummel ich mir das hier immer durch. Dass das alles Hand und Fuß hat, verstehst du? Ja, ja. Weil... Muss ja ordentlich sind. Genau. So ist es. Dann müssen wir eine Zünduhr uns besorgen.
Ja, die haben wir zu liegen. Und dann müssen wir mal ungefähr gucken. Jetzt weiß ich gar nicht so genau. Mhm. Wir müssen uns mal das Polrad ankicken, weil wenn wir das, dann ist das ideal. Aber ich glaube, wir haben da trotzdem diesen... Halbmond? Hm. Neulich hatte ich auch wieder so einen Fall an der Schwalbe. Da hat das auch nicht überein gestimmt. Mit dem Keil. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja. Ich nehme nämlich an, dass die ersten Kurbeln anders gepinnt sind. Jedenfalls habe ich dann den Keil einfach weggelassen, weil niemand den nicht braucht. Richtig. Und dann habe ich die so aufgesteckt. Haben wir aber. Ist eine Nut. Gut, dann müssen wir nämlich mal gucken, erstmal mit der Zünduhr, wo wir da hinkommen, dass wir uns dann die Zündung danach ausrichten können, weil das ist ein bisschen tricky hier. Du musst nämlich, guck mal, du hast hier mehrere Bohrungen. Oh, Entschuldigung. Zwei, und du musst halt gucken, welche. Das steht zwar auch in der Beschreibung drin, aber ich möchte das so ohne Beschreibung machen, weil ich mir einfach total cool dabei vorkomme. Okay. Und sind ja auch kein Hexen. wir müssen mal gucken, wie wir das hier durchgelegt kriegen, wisst ihr? Ja. Da würde ich mir gerne nämlich erstmal den Zündzeitpunkt abnehmen. Ich gebe dir mal eine Uhr, sowas alles, ja? Have you all? Ja klar, hol ich dir. Eine Eins in Mathematik. Christian Anders heißt der, nicht Thomas Anders. Christian Thomas Steffen. Anders war der mit Bohlen. Ja, mit Dieter. Und Christian war der, der das Lied gesungen hat. Eine Eins in Mathe. Und eine Zwei in Latein. Und Jerry Dobrain. Was haben wir denn überhaupt für einen Zündzeitpunkt bei der Hütte hier? 2,5 würde ich schätzen. 2,5! Peter, Zündzeitpunkt bei der 150 ES? Was? 2,5? 2,5 bis 3. 2,5 bis 3. Wir könnten ja auch in der Beschreibung nachschauen, wir wollen es ja gerne ohne machen. Ich guck nicht in die Beschreibung. Ja, ist gut. Aber 2,5 bis 2,3? Mann, das ist keine Power-Dynamo. Das ist ein Power-Dynamo. Das ist eine Wape. Das ist halt Er ist eine Lichtmagnetzunterlage. Ja, so steht's drauf. Ja, so wäre der konkrete und Terminus. Passt nicht. Nee. Das ist die falsche Zündung. Nee, ist die richtige. Mensch, wie den Keil nur. Ach so. Junge, die Verdichtung ist unfassbar. Und richtig Kompression. Du, die hat nicht mehr eine Zündkerze drin, oder nicht? Eine Eins in Mathe. Eine, zwei, macht's bloß ordentlich, ja? Eins, zwei und eine halbe noch. Ups. So, wo muss dann die Markierung sein? Da, genau da. Ach so, auf dem Nippel. An den Dingen. Also drehst du mir da so hin. Ist ja akkurat, wa? Das passt doch eigentlich nur immer. Theoretisch, ich kann das ja nicht mehr drehen. Und wo hast du die Markierung auf der Grundplatte? Dass du da bist in Videos? Ach, da. Die muss jetzt genau dann. Die muss ich da, aber das passt mit meinen Löchern dann. Na doch, hier oben, das Loch. Doch, da, das passt. Ja, ist ganz genau. Gut. Dann verbauen wir das mal so schnell. Ich will verschrauben. Achso, du wolltest. Ah, Mann, jetzt hast du mich erschrocken, Mann! Ich wollte nur sagen, dass man dafür auch die Magnete abnehmen kann. Ja, musst du auch. Also sonst kann es dir einmal passieren, dass du die zerknirbelst. Peter würde ja zerknirbelt sagen. Weil ja. Wir sagen ja immer zerfust. Na, sag mal! Ja, oder zerwist. Hallo, Alex! Ich piep's doch raus. Ach so. Ja. Muss man eigentlich jetzt noch irgendwas am Zuschauer umklemmen, ne? Ja. Achso, musst du auch noch. Okay. Ich dachte, die ganze Klemme reißt nur hier unten dann. Nee. Okay. Da musst du irgendeine Klemme 61 oder irgendwie sowas, da musst du irgendwas klemmen. Weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, irgendwas war. Da muss ich gleich mal lesen. Dann vergesse ich immer da oben. Ich dachte, wir wollten ohne eine Beschreibung machen. Ja, aber da oben mache ich gerne mit. Und wir müssen den Blinkgeber oben noch verbasteln. Ach, ohne, genau. Und die Leuchtmittel noch. Haben wir ja nicht. Bei. Doch. Also, ich habe keinen gehabt. Ja. Da kann sein, stimmt, das ist nur die nicht mal jetzt unterladen. Ja, genau. Ist auch so. Genau. Es ist auch so. Richtig, Blinkgeber musst du extra ordern. Ja. Na gut. Da können wir das schon mal befestigen. Alles, haben wir jetzt gezeigt. Ja, 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 ja. Ich besorg mal Leuchtmittel, eine Batterie und einen Blinkgeber. Ja. Blinkgeber reicht ja aus der universelle, der, ne? Der C-Polie. Kleine. Jo. Gut, 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 gut. CC. Oh. Ist auch ein bisschen alt schon, ne? Man kann doch nicht mehr. Ach, warte, ich habe Teile gerade über, ich wollte noch was zeigen. Warten. Weil das hast du gerade derzeit gemacht. Hier. Fertig montiert.
Ganz wichtig darauf zu achten, diese Scheibe muss drunter. Ja. Die ist mit bei. Ja, und es ist eine M7-Schraube. Habt ihr sowas schon mal gesehen? M7, noch nicht von gehört. M7-Schraube haben die da reingebaut. Aus irgendeinem Grund, das hatten wir auch schon mal ein Thema. Was weiß ich nicht mehr. So. Schwarze, das gleich. Gleich klasse. Ich sage immer, schwarz ist gelb und plus ist minus. War so lustig. Och, du musst doch mal ein bisschen aufpassen, was du mit den Fingern machst. Nicht immer lachen und oben gucken. Ich hab's auch nicht. Welches Gummi? Da oben hat's denn hingelegt. Und wollen sie auch wiederfinden. Wie gesagt, Batterien müsst ihr da mal extra mit zubestellen, wenn man auf 12 Volt ist bei MZ. Da gibt es leider kein Komplettpaket wie bei Simson. Wobei ich glaube, bei den Simson Power Dynamos, die Gleichstromer, hast du auch nie ein Komplettset. Das weiß ich nicht. Du bist unsicher gerade. Ich bin ja nicht im Büro. Also schon zum Kaffee trinken ganz oft, aber. Ich arbeite nicht im Büro. Büro? Nee! Bei mir muss es grober Stahl. Kennst du den noch hier, Olle? Ja, klar. Der Band mal. Der war, ne? Der Randanplan. Kennst du. Gut, ich wollte nur mal auf sich mal sicher gehen. Dass ich das richtig rumgemacht habe. Ach so. Du weißt ja. Ich weiß ja auch nicht. Wir haben schon mal Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Weißt du, warum man das sagt? Ich wollte gerade fragen. Pferde können nämlich gar nicht kotzen. Ach so? Die können das nicht, geht nicht. Hör auf. Ich habe nichts getan. Mach das bitte nie normal. Ich habe nichts getan. Und ich weiß nicht, warum du mir gegenüber schon wieder so skeptisch bist. Na. Ich habe nichts getan. Gründe alles. Ich habe dir nichts getan. Die sind übrigens sehr teuer, diese Blühlampen. Ich habe jetzt eine andere geholt. Ach, Ali. Die hätten eine falsche geholt. Wieso? Na, das ist eine ganz andere. Na, der Sockel ist das immer. Ja, ich habe aber einen anderen Sockel und eine andere Fassung, und eine andere Lampe an sich geholt. Kannst du mal kicken. Alti. Mal Entschuldigung, Alti. Was ist los mit dir, Alti? Nee, das ist egal. H4? Ja. Warum H4? Weil ich habe 12 Volt, 50 Watt eingegeben. Man schatzelt aber doch nicht in den Lampen. Muss ich doch nicht besser. Würde gehen, aber die Reflektoren hauen dann nicht ja, hin. Ja, das weiß ich. Das sind ich brauche eine Kugellampe, bitte. Mann, ey. Na ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja derweil schon mal die Tachobeleuchtung so wechseln. Muss ja auch gemacht werden. Muss man dir zeigen. Ach, aber da kommst du, siehst du doch eh nicht, wenn ich da mit meinen Fettpfoten vor bin. Apropos beleuchten, willst du lieber eine Funktionsleuchtprüfung machen? Haben wir gar nicht gemacht. Ich bin doch ehrlich, ich weiß nicht, wo er gerade aufhört. Also pass auf, ich sag dir jetzt ehrlich. Und das meine ich wirklich ernst, mein Kumpel ist Elektriker und mit dem habe ich die Elektrik gemacht. Warte, und der hat auch eine Autowerkstatt, der hat zwar kein Abnetzgerät. Flacker hier. So. Ja. So, jetzt ist Turn the Lights on. Turn the Lights on. Andere Seite. Das ist fährlich. So. Tut geil. Geht wie Sau. Geht auf Dingens hier? Jo, ja klar. Alter. Geil, ne? Lichttupe, alles geht. Standlicht um? Hinten nicht. Muss nicht jetzt, jetzt. Ja? Nee, jetzt ist es aus. Jetzt ist es an. Gut. Bei mir ist nicht an, ich habe nämlich vergessen, das Kabel da anzuschnitten. Kriegt nochmal rausbauen vorne. Fällt mir gerade ein. Wir wollten aber die Shawnee anbauen. Shawnee, den wollten wir mal durchzünden. Ja, also wir könnten den zünden. Dann muss das Stecker. Wir haben zwar noch keinen Luftfilter, wir können ja mal ohne Luftfilter zünden. Ich will nur mal gucken, ob es anspringt. Ja. Und dann haben wir ja noch ein bisschen was zu tun. Kleinigkeiten. Ja, Räder. Ja, Bremsen, Räder, Reifen. Wenn denn wirklich erforderlich. Wobei hinten noch sehr, sehr gut aussieht. Da sind auch vier Locken drauf. Das ist ein Kontinentalreifen, Alter. Aber der ist halt auch schon alt. Also, solange er nicht groß ist und uralt ist, könnte der Typ wieder durchwinken. Die sind schon leicht porös hier. Aber der Mecker wieder. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Und die Stange geht noch weiter nach vorne, also wir haben noch hinten Spiel. Nee, jetzt so nicht. Ja, wenn du so willst, dann ja. Nee, weil denn die Fußrasten im Weg sind. Ich hab's ja gerade versucht. Ach so. Hätten wir gesehen. Du regst mich schon auf. Ey. Nee, wirklich jetzt mal. Du regst mich manchmal so dermaßen auf, dass ich kurz vorm Herzkasper stehe. Nein, das stimmt nicht. Obwohl doch, das stimmt. Warum sage ich jetzt eigentlich, nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt, Leute. Hat das mit der Augen oder flackert das wirklich schon wieder? Nee, auf dem Display nur. Kotzt mir mal wieder an. Du kriegst gleich eh flackert. Das ist gut, das nicht gut. Du kriegst gleich eh flackert. Findest du jetzt hier bald schön und verherrlichen, ne? Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du in den Flackert kriegst. Was hat denn mit Gewalt zu tun? Naja, können wir uns alle denken, ne? Nee. Hat sich ja Peter verstanden. Was heißt denn so, ja? Willst du sagen, dass Peter dumm ist? Jetzt kommst du wieder so, ne? Du Töle. Peter! Alex hat gesagt, du bist dumm. Hab ich nicht gesagt.
Geil. Aber hier, ja, hier. Wie, da ist ja aus. Ach so. Zur Ladekontrolle geht ja dann aus. Ah. Leerlauf geht hoch. Komm. Ist gut. Okay. Und geht jetzt Ladekontrolle? Jo. Geht hier wieder aus? Jo. Sei los. Denn. Geil! Müssen wir jetzt also nur noch kümmern um den Antriebsstrang. Mhm. Und Bereifung und Bremse so. Jo. Das machen wir morgen. Das machen wir morgen. Und dann melden wir uns gleich nochmal. Also so, wir sind ja gleich wieder da. Also für euch ist es jetzt, ne? Das ist ja. Ja. So, dann sind wir wieder. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Eine neue Woche. Eine neue Woche sogar. Jetzt. Ausruf, hast du denn? Nee, eigentlich ist es wieder schön hoch aufs Lenkrad. Oh. Furchtbar. Nicht, hör auf. Es ist mir egal. Guck mal, ich mach hier noch ein bisschen Flutschi ruf. Weil das ist besser. Dann geht das besser ruf. Hocktour. Mhm. Bisschen, aber nur. Nicht immer ein bisschen zu viel nehmen, weil das macht sich auch immer ein bisschen blöd, aber gut. Was so ist es. Hast du nochmal. Meistens kriegt man es ja doch hin. Sehe gerade. Wieso? Naja, sieht ein bisschen gequält aus, mein Kleiner. Naja, man kommt ja hier auch nicht so gut ran, aber es wird schon. Wichtig ist, dass man locky bleibt. Locky durch die Hose atmen. Besser. So. Jetzt hast du die neue Kette in die alte eingehangen, oder was? Mhm. Und jetzt ziehst du die immer so durch? Ja. Das ist natürlich schlau. Ja. Zeig mal. Mann, ey! Ich bin schon bei 180. Ich sehe hier nicht, Mann. Da komm doch mal, ich muss ja hier hoch. Ja, wie soll ich denn alles jetzt machen? Ist gut, so ist gut. Oh, ey. Komm. Sieht aus, als ob du ein Schlangenbändiger bist, oder? Mit der Peitsche ist die so, ey, hier, Streitwagen. Streitwagen. Soll ich Kind mal mitdrehen, oder was? Nee. Ich muss so hier, Leute. So mache ich das immer mit den Fernsehern. Mit den Fernsehern. Und dann ist das gut. Dann mache ich das wieder ab hier. Ja. Und dann ist die Kette da drin. Toll. Ja, aber das ist jetzt auch nicht... Ist jetzt kein Hexenwerk gewesen, ne? Also da kommt man schon drauf. Aber gut, oftmals hat man sich auch dümmer angestellt. Das dürfen wir nicht vergessen, weil ja, man nicht drüber nachdenkt. Ganz oft. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Blinder Aktionismus nennt sich das. Okay. Dass man dann einfach irgendwas macht, ohne vorher so richtig drüber nachzudenken. Und schon. Also wie wir jeden Tag. Theoretisch ja. Ja, gut. Und, aber ein bisschen gelernt haben wir halt auch aus unseren Fehlern. Ja, ja. Nicht viel, aber ein bisschen. So, jetzt gebe ich mir. Nee, jetzt brauche ich das Ritzel da drauf. Genau, dann kannst du die Fingerchen. Und dann leg mir die Finger waschen, weil. Die sind ja dann nämlich auch schmutzig, ne? Und dann bauen wir den Rest immer nur noch an. Ja. Und denken wir bald fahren. Dann könnte man theoretisch fahren, wenn alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Weil das wissen wir ja noch nicht, ob die... Schaltung und alles. Die Getriebe und alles in der Ort. Da sind wir ja auch noch nicht. Wie rum kommt denn das? So, das passt. Okay, man passt ja nicht mehr auf die Welle. Doch. Aber so rum kann es nie sein. Denn an der Ding bunt, wa? Ja. So macht mehr Sinn, ja. Weil sonst kommt die da gegen, die Kette. Die Kette. Die Kette. Kette. Die Knete. Knabberzeug von der Wahl übergeblieben. War, war der Deckel eigentlich dran gewesen, der Werkzeugkastendeckel? Nee. War nicht bei Beine? Nee, gut. Der liegt bei mir zu Hause. Nein, der war nicht dran. So, dann guck mal, ob das Ding ansprang. Wow. Wieso? Kuppelt hoch! Geil! Lass mal fahren, ich bin schon heiß, Alter. Lass mal filmen! So, Freunde, wieder erwarten, läuft das Motorrad sehr gut. Das hätte ich natürlich nicht für möglich gehalten, aber anscheinend haben wir das alles ganz gut hinbekommen.
Also es ist das erste Mal seit Jahren, dass nicht irgendwie bei der Probefahrt irgendwelche unangenehmen Dinge aufgefallen sind. wir können dieses Projekt dann quasi jetzt abgeschlossen betrachten. Und ich weiß ja nicht, das Video zu dem Motor kam noch nicht. Das kommt ja, also für uns jetzt gerade kam es noch nicht. Sprich, wir haben die Resonanz von den Zuschauern noch nicht erhalten. Weil es gibt ja immer sehr viele Mecker, wie habt ihr das gemacht? Und ja, so, ach, das macht mir ja alles. Also, jetzt können wir aber sagen, Läuft. Ja, hat funktioniert. Läuft wie Sau. Fährt wirklich gut. Also ich bin echt schön. Schöne Laufruhe, macht echt Spaß, mit dem Ding zu fahren. Deswegen müssen wir uns jetzt leider verabschieden von diesem Motorrad, weil wir den Platz brauchen. Vielleicht leider. Vielleicht machen wir noch den mit Zucker, da rufen wir ja nochmal an. Da rufen wir nochmal an, aber das glaube ich eher nicht. Aber gut, wir fragen mal nach. Ja. Jetzt ist es so, dass ich diese Sendung jetzt aber leider dann auch beenden muss. Ja. Weil wir fertig sind. Verstehe? Ich verstehe es. Was bedeutet, ich sage jetzt meinen Spruch, den ich immer sage. Danke fürs Zuschauen. Wir, ja, genau. Und tschüss, euer Eichi von Ostmoped. Und lösche war auch dabei. Ciao.